Und? Bringen wir ihn? Jawohl. Cool. Cool. Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Gaming Proofs. Ja, heute ist Tekken 8 rausgekommen. Das heißt, wir werden uns angucken, was es gibt. Wir werden auf jeden Fall mit einem anderen Charakter spielen. Ja. Ich habe schon einmal Arcade gespielt. Das war richtig cool, denn da kam nämlich einmal so ein Geist. Ne? Also hier ist es so ähnlich wie mit den drei Avataren bei Forza Horizon. Ist hier auch mit den Geistern. Und da merkst du auch, dass der Geist so spielt wie ein Mensch. Denn die normalen Computer, die machst du problemlos fertig. Aber wenn da so ein Geist ist, der ist ziemlich hart fertig zu machen. Also zumindest für mich, für einen Anfänger war es ziemlich schwer, ihn fertig zu machen. Aber man sieht auch an der Bewegung, wie sich dieser Geist bewegt. Das ist richtig gut. Zum Beispiel für die Leute, die sich nicht trauen, in den Multiplayer zu gehen, aber gerne vielleicht ein bisschen mehr Herausforderungen hätten, als nur den Computer, dann sind diese Geister richtig, richtig gut. Ja, wir haben jetzt die kompletten 32 Kämpfer hier. Und ich muss sagen, die sehen alle richtig, richtig geil aus. Richtig, richtig geil. Also die Charaktere. Wirklich krass. Also wirklich, wirklich krass. Ich habe kurz mit dieser Dame probiert zu spielen. Die finde ich lustig. Die ist einer von den drei neuen Kämpfern, die... Dann Rainer und Victor. Victor erinnert mich ein bisschen an Raven. Die sind beide so Assassine. Aber ja. Aber mit der, wir fangen mit der an. Ich glaube, entweder die oder Huarang. Mit Huarang habe ich noch nicht gespielt. Werden wahrscheinlich mein Main-Kämpfer sein. Schreibt doch mal in den Kommentaren, wer ist für Anfänger am besten geeignet, welcher Kämpfer, weil ich habe, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, aber die finde ich lustig, die ist so, wie soll ich sagen, auf Koffein getrimmt. Das Coole ist auch hier, dass jeder Kämpfer in seiner Muttersprache spricht. Asuka, okay. Naja. Ich habe noch nicht alle von ihr, also die Kombos, gelernt. Ich kann ein bisschen mit ihr jonglieren, aber auch nicht. Oh. Naja. Okay. Oh, die hat ihren Hut verloren. Krass. Oh, wollte ich nicht. Ja? Na komm. Na komm. Na komm. Oh Gott. Okay, haben wir es noch geschafft. Oh, okay. Oh, nein. Okay, haben wir sie erwischt. Ja, ich kann mit ihr noch nicht so gut jonglieren. Aber wird noch. Wird noch. Ja, man bekommt hier auch solche, ich weiß nicht, Credits, sagen wir mal so. Und mit denen kann man auch die Charakter anpassen. Und wie gesagt, ich komme von Mortal Kombat 1. Also grundsätzlich von Mortal Kombat, aber als letztes habe ich Mortal Kombat 1 gespielt. Und ich glaube,
die großen Mortal Kombat-Fans sollten sich das lieber nicht angucken, was man hier alles anpassen kann, sonst kriegen sie Pipi in den Augen. Okay. Ne? Okay, haben wir. Weil, wie gesagt, es gibt so viel anzupassen, also insbesondere auch von den Gegenständen. Ah, okay, da war der Launcher, der kleine Launcher. Ja. Na, verdammt, hat nicht geklappt. Na, komm. Oh, hat auch nicht geklappt. Oh, verdammt. Na? Okay. Oh. Oh, mein Gott. Und? Kriegen wir ihn? Jawohl. Cool. Cool. Oh, das war ja lustig. Kaffeewerbung. Ja, mal gucken, ob es diesmal auch so ein Geist da sein wird, mit, gegen den wir kämpfen werden. Das ist der neue auch. Hm. Der Arena sieht auch ziemlich krass aus. Oh. Nein, Timing verpasst. Oh, okay. Na? Oh nein. Verdammt. Oh. Oh, was war das? Haben wir. Ja, der hat diesen Heat Launcher, wenn man nach hinten 3 drückt. Aber ist ziemlich langsam. Bam, geil. Ja, und das Geile, man bekommt auch sehr viel Geld. Also ich habe einmal Arcade gespielt und konnte mir schon einen neuen Skin kaufen. Also hier ist es nicht so, dass man zufällig irgendwas auslotet. Nein, du kommst da in so ein Menü und kaufst dich dann. Mhm. Ouch. Oh, okay. Na? Okay. Ah, verdammt. Nicht schnell genug. Nicht schnell genug. Na? Geil. Ja, die hat da so einen Stand, wo sie in diesen, ja, ich weiß nicht, so einen Steel-Stand und da kann sie Angriffen ausweichen und kontern. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, das können alle in diesen, ja, in diesen Stand reinkommen. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Naja, das ist so ein Typ mit angepasster Kleidung, ne? Oh, das ist ein echter, ja.
Okay. Ja, man sieht auch, wie er sich bewegt. Ne? Oh. Oh mein Gott. Ja. Oh Gott. Okay. Oh mein Gott, ja. Ich weiß nicht, wie man schnell aufsteht. Okay. Oh, verdammt. Okay. Oh Gott. Ja. Ja, er macht immer diesen nach unten Teil. Ich glaube, wenn ich es blockiere, dann kann ich es bestrafen. Ja. Hm. Jawohl. Ja, dieser, sein Slide, das kann man bestrafen, wenn er ihn macht. Ich hätte es aber anders bestrafen können mit dem, ich habe da so einen Tritt nach unten. Ich weiß nicht, ob er schnell genug ist, aber ja. Get ready for the next battle. Ich glaube, das ist auch so ein, ja, so ein Geist. Das sieht man da an diesem gelben Symbol. Ja, wenn sie so angezogen sind, dann sind das, glaube ich, Geister. Wow, war das ein Konter? Ich habe keine Ahnung. Okay. Oh, das war, glaube ich, mit Rüstung. Okay. Okay. Oh. Okay. Oh mein Gott. Naja, das wird bestraft, glaube ich. Und? Oh, hu, 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 das war ja richtig knapp. Okay. Hopp. Okay. Oh. Oh Gott. Ja. Ich hab keine Ahnung. Oh mein Gott. Werden wir es noch schaffen? Bam. Okay. Oh Gott, nein. Okay. Leider kein Glück. Ja, erneut versuchen. Okay. Okay. Kann ich auch.
Okay. Oh, das war ja richtig cool. Okay. Na verdammt. Ja, ich habe keine Ahnung, was man da tun muss. Oh, das ist mit Rüstung. Ich habe keine Ahnung, wie man in da Rüstung reinballert, aber ja. Ja, und sowas ist halt Arcade, ne? Also das ist dann schwer. Okay, das ist. Da kann man ihn bestrafen. Oh, okay, haben wir. Na? Okay. Oh, okay. Na? Okay. Haben wir ihn erledigt. Krass. Krass, krass, krass. Okay, ich glaube, jetzt kommt der finale Boss. Ja, jetzt kommt der finale Boss. Aber der ist nicht vergleichbar mit dem, Oh, das ist, glaube ich, auch ein... Ein Geist, oh mein Gott. Okay. Okay. Ah, oh mein Gott. Das ist krass. Oh Gott. Okay. Oh Gott. Na komm. Nein, er hat uns schnell erwischt. Ich weiß nicht, ob man diese Geister ausschalten kann, denn für Anfänger wird es natürlich schwer, gegen so einen Geist zu spielen. Oh, der hat sich geduckt. Nicht schlecht. Oh Gott. Keine Chance. Das ist ziemlich hart. Oh. Oh Gott.
Nein! Oh doch, ich hab's noch geschafft. War zwar nicht dieser Trick geplant, aber ja. Ja. Hey. Na? Oh Gott. Oh, bam, krass. Okay, wir haben es geschafft. Wuhu! Also auf jeden Fall ziemlich spannend. Ja, wie gesagt, für Anfänger vielleicht nicht so toll, wenn sie dann den Schwierigkeitsgrad Mittel auswählen und dann solche Gegner bekommen. Weil der Computer auf Mittel ist ganz anders. Oh, das ist ja noch gar nicht das Finale. Okay, das ist jetzt das Finale gegen diesen Computer und ihr werdet gleich sehen, wie schnell man ihn fertig machen kann. Round one. Fight. Okay. Oh, ruhig, ruhig. Na? Ja, da wollte ich sagen, dass man ihn leicht fertig machen kann, aber ja. Oh nein, war nicht geplant. Ich dachte, ich bin schon... Also, ich dachte, sie ist schon... Okay. Aha. Ja, sehr schön. Okay. Oh, ein Wurf. Jawohl. Haben wir. Okay. Geil. Ja, ich glaube, die Videos sind, also die Endvideos sind nicht bei einem Arcade-Kampf, sondern bei der Arcade-Challenge. Oder wir gucken nochmal, wie es heißt, aber ja. Das heißt, Arcade Quests sind die Videos. Ja, aber ich würde auch sagen, wir machen hier Schluss. Nochmal, also wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Und im nächsten Video werden wir uns auf jeden Fall die Story angucken von Tekken 8. Und wie gesagt, schreibt doch mal in den Kommentaren, welcher Kämpfer am besten geeignet ist für Anfänger. Also wie gesagt, ich bin mir jetzt noch unsicher, entweder dieses Mädchen oder Huarang. Aber ja, wie gesagt, wir sehen uns dann im nächsten Video.